Hallo Guys, ich heiße euch willkommen zu einem weiteren epischen Let's Play Wild. Nämlich muss ich erstmal eine Geschichte erzählen, okay? Sie wurde gerade sogar noch erweitert, also hört genau zu, okay? 1935, damals, als ich noch jung und fidel war, hat mir Hollow Self-Boy geschrieben und geschrieben, hey Junge, guck dir mal dieses Spiel an, hat damit irgendein Let's Play Part verlinkt. Das ist ziemlich lustig, weil es so trashig ist. Ist das Star Wars? Okay. Ja, das ist ziemlich trashig. So, guck dir das auf jeden Fall mal an. Und ich so, okay. Aber bevor ich das mache, also das hab ich mir dann angeguckt, ne? So, okay, das ist schon trashig, aber dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Die letzte Schlacht der Elfen. Das ist der größte Trash der Welt. Und ja, jetzt habe ich das hochgebootet. Und bitte kein Hate zu Selfia oder Ankluas, wie er sich nennt. Das sind beides anscheinend ziemlich nette Personen, die haben einfach nur beschissene Spiele gemacht. Ich meine, mein Gott. Es gibt schlimmere Sünden, würde ich sagen. Hört, hört. Nun, auf jeden Fall habe ich gerade versucht, die letzte Schlacht der Elfen einzuspielen. Wie ihr seht, heißt das die letzte Schlacht der Elfen 2. Ja, die letzte Schlacht der Elfen hat mehrere Fortsetzungen, genau wie Final Fantasy. Wie auch immer. Dieses fucking Star Wars Thema. Sorry, ich wollte nochmal den lieblichen Klang hier lauschen. Das hört sich echt scheiße an. Wie auch immer, das Titelbild sieht ziemlich gut aus. Immerhin. Und, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich bin gerade voll aus der Fassung. Ach ja, genau, ich wollte letzte Schlacht der Elfen 1 machen, habe es auch ein bisschen aufgenommen und so. Aber das Spiel ist einfach immer abgestürzt. Ich habe versucht, das 50 zum Laufen zu bringen, habe RTP nochmal draufgeladen, beides von XP und 2K3. Hab nochmal die europäischen Schriftzeichen, Satzscheiß aktualisiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Weil deshalb spielen wir jetzt die Schlacht der Elfen 2. Wir haben hier übrigens so Saves mit Level 99 Charakteren, die habe ich natürlich nicht gemacht, sondern die waren vorab im Spiel da. Welches Spiel willst du weiterspielen? Da oben der Text. Okay, wir machen einfach mal ein neues Spiel und gucken uns das an. Willkommen beim Spiel die letzte Schlacht der Elfen 2. Zuallererst möchte ich mich an alle bedanken, die geholfen haben und mir viele Sachen erklärt haben. Das zählen Dark Elf, Epic RTD Forum, Jonas, Epic RTD Forum, Super Mike. Du bist mal meine Fragen beantwortet. Und ich bedanke mich an die Chipsets und Facets von Malex, der größte Epic Game Maker. Okay. Ich bin mir sicher, keiner von diesen Leuten möchte mit diesen Spielen in Verbindung gebracht werden. So, und du, viel Spaß beim Spiel. Ja, es sieht bis jetzt ganz gut aus. Naja, guck, wir gucken uns das Intro an. Es sieht ja gar nicht so scheiße aus. Bis... Alter, wir können einfach fliegen. Im Jahr 1355 wurde ein Herrscher namens Dunkelelf getötet von einem Magier namens Andarul. Andarul kämpfte entschlossen gegen den Dunkelelf und gewann den Kampf. Aber 55 Jahre später spürte, die große Kleinschreibung ist gar nicht mal so optimal, aber das wollen wir gar nicht mal hier so berücksichtigen, ja. Ich glaube, die Person war 15 oder so, als sie das Spiel gemacht hat, also seien wir mal nett. Spürte Andarul, dass eine bekannte Macht wiedergekommen ist. Er spürte, dass es der Dunkelelf ist. Der Dunkelelf war wiedergekommen. Der Dunkelelf zerstört sehr viel auf der Welt, in dem sie lebten. Okay. Dunkelelf übernahm parallel die Herrschaft des Landes. Die letzten Elfen wurden gezwungen, eine Schlacht gegen den Dunkelelf zu machen. Dies betonten sie als die letzte Schlacht der Elfen. Es gab weniger als 900 Elfen in ganz Tirolan. Was zum Fick ist das Tirolan? Die Welt oder das Land? Die Elfen wussten, wann sie verlieren. Dann wird kein Elf mehr am Leben bleiben. Aber wenn sie kämpften, würden sie es schaffen zu überleben. Doch sie hatten keine Chance gegen den Dunkelelf. Der König Tariel schickte immer mehr Truppen von Elfen zu ihm. Aber nie hatten sie Erfolg, wahrscheinlich. Schließlich rufte der König eines jungen Mannes, Farodin Endrias, ein Elf von den edlen Kampfgeblüt. Er erklärte den jungen Elf, was zu tun war. Und Farodin nahm den gefährlichen Auftrag an. Er machte sich auf den Weg,
Und die Dunkelelf, das war übrigens letzte Schlacht der Elfen 1 anscheinend, aber whatever. Haben wir ja nicht spielen können. Zu vernichten. Auf dem Weg von Faro die neue Gefährtin, dessen Name Selfia Edwin Alia. Er nahm sie alle in seine Gruppe auf und sie besch gegen den Dunkelelfen anzutreten. Sie bekämpften viele Fürsten der Hölle und schließlich kamen sie zum Dunkelelf. Es war ein harter Kampf, aber sie besiegten ihn. Also, sie ihn besiegten, sagte er vorm Sterben. Farodin, jetzt töte ihn sofort, sonst würde er dich töten. Warum nicht dich? Ganz einfach, weil ich zu stark für ihn bin. Von wegen. Aus dem Weg, Farodin, ich töte ihn jetzt. Ja, was denn jetzt? Das werdet ihr bereuen. Ich werde wiederkommen. Hey, er hat nicht gelungen. Sie hatten ihn getötet. Er sagte, er käme wieder. Aber dies glaubten sie nicht. Edwin hinterfiel Farodin und Selfia und tötete sie. Edwin und Alia übernahmen die Herrschaft über Syrolan. Es haben noch einige Elfen überlebt. Doch ob diese ausreichen wird, um die neue Invasion aushalten werden, das ist unklar. Habe ich mich verlesen? Es werden noch einige Elfen überlebt. Doch ob dies ausreichen wird, um die neue Invasion aushalten werden, das ist unklar. Es ist sehr unklar. 8 Jahre nach dem Vorfall, später. Das später war noch wichtig. Schon wieder aufstehen? Scheiße. Ja, bist du wach? Ja, bin ich süß. Na, was geht? Schissen. Ah, warum denn? Mir ist langweilig. Es fängt schon mal gut an, wenn die Protagonisten dann selbst keinen Bock haben. Ich weiß, wie ich mich aufmuntern kann. Nein, nicht das! Wir haben kaum noch welche. Doch, Süße, wir haben genügend. Okay, dann bin ich dabei, gehen wir. Komm. Kondome? Sex? Was ist los, hä? Ich weiß schon, wie er noch da unten rumsteht. Ei, ei! Komm, wir haben nicht ewig Zeit, die warten schon, hehe. Ich komme! Alter. Bin da! Ganz toll. Schon wieder so, wie Edwin so zweimal da ist. Komm, gehen wir zu unserem Platz, Alia. Nein, ich wollte dich nicht beschüchtern. Guten Morgen, Meister. Was kann ich für euch tun? Hallo, Nenul. Bring mir einen von deiner Rasse. Bitte mich nicht wieder kellen. Meister, nicht kellen. Aber ich muss euch sagen, dass nur noch ich und noch ein Sklave de ist. Ja, das sorgt dafür, dass du mich auftreibst. Meister, es ist kein Weibchen mehr da, damit wir uns paaren können. Ohne ein Weibchen können wir keine Babys mehr machen. Du jämmerlicher Hund. Das meine ich doch nicht. Ich habe dir ausdrücklich gesagt, du sollst einen holen, aber flott. Entschuldigung, Meister, verzeiht mir. Ja, und jetzt Zilein und Tolin. Nanul schnell wieder da sein wird, tu. Konnte er nicht gerade noch normal reden? Also normal in diesem Spiel. Dieser Nichtsnutz. Ich hoffe, der verblödet nicht, so doof wie er ist. Boah, er hat es richtig gegeben. Transsexueller. Ja, mein Lord, stellst du den? Komm her und putz meine Füße. Sofort. Okay. Er sollte einen Krieger machen. Was machst du da? Eure Schuhe putzen. Hab ich das gesagt? Los, verzieh dich. Kannst froh sein, dass du dich zur Strafe erhältst. Aber Meister, ihr wolltet doch. Warten wir mal auf deine Uhr. Was? Okay. Cool. Nanul und Edwin. Schön, dass wir Edwin dabei haben. Magie ist voll krass, Alter. Er ist bestimmt ein Antagonist. Ultima. Stärkste Attacke! 1500 ATK. Okay. Das ist ein Meteorit, auf die Erde prallen. Lass deine Pferde aus Feuer entstehen. 99 Attacke! Lass deine starke Welle aus Wasser erscheinen. Okay. Natürlich keine Waffen. Kann man auch mal lassen, ey. Status. Frinz. Okay, sein Status ist Frinz. Cool.
Sprint. Oh. Ach so. Okay. Aktiv. Warten. Aktiv. Okay. Ja, gut. Yo, Alter! Wie geht's? Du Narre, ich bin nicht alt. Noch ein Wort und ich werde dich foltern. Entschuldigung, mein Lord. Gut, dass der hier ist. Guten Tag, mein Lord. Ich habe gehört, dass ihr aufbrechen werdet. Stimmt das? Ja, ich werde mein Reich wiederholen. Okay. Wiederholen. Sehr gut. So, ihr wisst, was ihr machen müsst. Habt ihr mich verstanden? Hm? Wer bist du? Sprich. Ich bin Anul. Du bist Edwin. König Edwin Diener. Was wollen ihr? Ah, du mit deinem Meister ein Gespräch führen. Ich stehe genau hier. Ja, ich habe was mit ihm zu besprechen. Los und lauf vor und sag deinem Herrchen Bescheid. Star Wars. Ich bin kein Hund. Los, geh los. Ja, nee. Lass einfach gehen. Hi. Seid grüßt und Farodin, bis weiten hat sich nichts geändert. Was, Farodin? Hä? Gehen wir mal zurück. Machen wir mal das, was das Spiel will, bevor wir es zerbrechen. Ich möchte gerne ein bisschen mehr von diesem Comedy Gold aufzeichnen. Das Mapping ist erstmal ganz schön hässlich, aber das ist eine Sache. Weißt du auch, hoffentlich nicht böse wird. Nanul, bist du das? Komm sofort her. Jawohl, Meister. Diese scheiß Stühle rechts. Ist das teilweise auch eine Kirche oder was? Und? Meister, verzeiht. Wir aber. Ich habe keinen mehr gefunden. Der war nicht allein. Und wo warst du gerade? Ich muss euch sagen, Meister, dass ihr Bescheid erhalten werdet. Von wem? Ich weiß nicht, wie er heißt. Elender Unfall. Ich hab Angst vor euch, Meister. Das solltest du auch haben. Und du gehst unsere Zimmer sauber machen. Jawohl, Meister. Die Zahnbürste auch sauber machen. Geh! Yeah. Jawohl. Gott zur Hölle. Es war ein Nichtsitz. Wo haben wir ihn eigentlich herbekommen? Wir haben ihn auf der Straße gefunden. Er wurde von anderen seiner Rasse geschlagen und gedemütigt. Stimmt. Wo bleibt der Besuch? Alter, die tiefe Hintergrundstory, das ist schon mal nett. Ihr seid Edwin Odesserion. Ja, tretet an. Ihr seid der Besucher, los sprecht. Wollt ihr Stüdeles? Wenn ja, sag ich nein. Verstanden? Wählt heute noch Edwin. Oh, Edwin, ich bin nicht deswegen da. Ich bin da, um euch zu warnen. Ach, und was? Euer Königreich ist gefährdet, ein Unbekannter ist erschienen und will die Welt an sich reißen. Das soll ich euch glauben. Ihr müsst es. Aha, und was macht die Untoten bei dir? Das sind meine Diener, Leibwächter, ich bin ein Nekromant. Was muss ich jetzt machen? Oh Gott. Du musst dein Königreich retten, indem du dich auf den Weg machst, um gegen die Türme zu kämpfen. Welche Türme? Die es hier auf der Welt gibt. Ja, man, die Türme, du weißt schon. Du musst zu ihnen reisen und die Fürsten der Hölle besiegen. Beziehungsweise die Diener des Fürsten. Wie viele gibt es von den Türmen? Edwin, das musst du doch wissen. Du bist der König über dieses Land. Danke für die Auskunft. Was? Werde mein Königreich für mich retten, die anderen sind mir egal. Okay, ich muss dann wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss, war nett. Wir müssen auf jeden Fall nochmal spielen. Ich finde das merkwürdig. Es kommt einfach so ein Dekro an und behauptet von uns, dass wir es selber machen. Uns haben wir eine Armee! Ach, diese Armee, die wir haben, pinkelt sich doch in die Hose. Wenn sie nicht über den Feind wissen. Wissen wir was? Nein, ist aber egal. Ich hab Lust, wieder welche zu verbrennen. Na, lol! Also, ihr habt gerufen. Komm her, Nanul. Okidoki. Lass das. Ich bin da, Meister. Ich glaube, er meint den anderen, Edwin.
Gut, Nadul, du musst aufs Schloss aufpassen, okay? Du bist hier die Putze und machst alles sauber, etc. Was heißt etc.? Deiner Rollbirne ist echt nichts drin, oder was? Etc. ist so wie ähnlich, also alles, was damit zu tun hat. Aber was muss ich denn tun? Oh, nicht aufregen. Mach du sauber, Nadul, mehr nicht, okay? Ja, okay. Ja, dann ist gut. Mein Gott! Können wir eigentlich mit dem Spiel anfangen? Alia, wir schlafen noch bis morgen, dann gehen wir los. Okay, mein Süßer, gehen wir ins Bett. Alter. Oh, please. Vor allem, war irgendwie so 2 Minuten, was so? So, ey, Nadul, bist scheiße. Ey, dann kommt jetzt aber was Böses. Okay, lass mal pennen und morgen gehen, okay? Und so startet die Reise von neuem nur. Nur, dass die Elfen schon vielleicht tot sein könnten. Ich wundere mich. Sie alle wissen nicht, was auf sie zukommt. Vielleicht werden sie alte Bekannte treffen. Oder auch nicht. Oh shit. Die Geschichte geht weiter, als Edwin aufstand mit Alia. Sie gingen ihm den Thronsaal entlang und gingen an den Eingangshalle weiter. Weil ich ein Problem nicht beheben konnte, weil das war ein Problem immer, wenn man nach dem Intro nicht schnell gehen konnte. Was? Dann ging der Held ganz langsam, also bitte ich euch neu zu machen, dann auf kein Intro ansehen. Da geht der Mensch wieder schnell. Danke. Hey, by the way, da ist jetzt ein technisches Problem. Mach bitte nochmal neu und dann auf kein Intro. Danke. Boah, ist das behindert. Okay. 10. Ja, ich weiß. Oh Gott. Intro ansehen. Nein. Boah, Junge. Okay. Jetzt haben wir... Wir haben alle keine Waffen. Das ist okay. Gehen wir einfach weiter. Nein. Also ist die Dialog hat der hat sich verändert. Leute, wie geht's? Du na, okay. Er hat sich nicht verändert. Gott verdammt. Hi. Ein Untoter von meiner Burg, den lass ich einfach mal liegen. Seid gegrüßt, Lord Faradin. Bis weiten hat sich nichts geändert. Ich bin Edwin. Oh Gott. Hallo, mein Lord, gute Reise! Ja, danke. Was haben wir hier so? Hi. Nur 3 Gold pro Nacht! Nein. Weil wir sind so ein König Babbo Boy, aber wir haben 0 Gold. Also auch toll, ey. Hallo? Oh Gott, nein! Wir sind die Türen so behindert. Gut. Was? Hallo, mein Lord, ich hab gehört, ihr werdet verreisen, um meinen Gegner zu besiegen. Stimmt das? Ja, natürlich stimmt das. Missing go. Hallo, mein Lord, ich hab solche Angst um euch. Bitte kommt wieder. Ich komm immer wieder. Ich bin wie der Terminator. Oh Gott. Ist dies die größte Stadt oder gibt es noch größere? Natürlich ist es meine Stadt, Kleine. Oh, cool. Ja, okay. Die Stadt ist sehr groß und teuer. So, dass nur Reiche hier wohnen können, mein Lord. Ist doch gut so. Da haben wir keine Bauern hier und Bettler. Wir brauchen keine Essensversorgung. Ey. Alter, da hat jemand richtig Bock auf Zelda, als er das gemacht hat. Okay, mal sehen. Die Worldmap sieht gar nicht so scheiße aus. Alter, fällt gerade an, ey. Okay. Technik. Dunkelball. Blutbedeckte Boden. Oh man, Star Wars, once again. Gehen wir mal hier rein. Oh Gott. Die Musik kommt mir bekannt vor. Ist das RTP? Hallo, mein Lord. Willkommen in Armendorf. Danke. Ah nein, es ist super behindert. Man geht rein, aber das Feld über dir kann auch betreten werden. Das heißt, wenn du hier nach oben gehst, kannst du nichts mehr machen, bist gefangen, musst du dann nach unten gehen und rennst dann in den Teleport und rennst wieder raus. Wer macht denn sowas? Hey, du Lümmel.
Hier wollen die Ärmsten der Ärmsten. Wir unterstützen uns gegenseitig. Hey. Okay. Ich hab so einen Hunger. Ja, das Essen. Viel Spaß. Was haben wir hier so? Hi. Hier wohne ich, mein Lord. Ich bin Chef dieses Dorfes und betreue alles. Könnt ihr mir etwas Gold spenden? Nein. Wir haben selbst kein Gold. Hi. Hier sind alle von unseren Freunden und Familien. Ich hasse euch, mein Lord, dass ihr sowas machen könnt. Du kleine Schlampe, ich soll das schuld sein, wenn ihr so arm seid. Noch ein Wort und ich werde euch töten. Ich hasse euch. Jetzt reiß, ich werde euch töten. Verderbe durch mich, spüre den Zorn von mir. Ah, ha, 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 ha. Das war klar, ihr seid kein König. Halt den Mund, Bauernmädchen. Das war sehr dramatisch. Was haben wir sonst so? Auf den Gräber. Hey, hier gibt es bestimmt keine Zombies oder so. Cool, lass mal gehen, lol. Okay. Schauen wir uns weiter auf dieser epischen Overworld um. Sehr episch. Ja, die Overworld sieht gar nicht so scheiße aus. Allgemein ist Mapping... Alter, das ist die Game-Over-Mucke. Allgemein, das Mapping ist vielleicht nicht das Allerschlimmste der Welt. Ich meine, es sieht... Sowas sieht halt echt scheiße aus, dieser Ort hier. Aber die World Map bis jetzt war ja okay. Oh, 7 Gold pro Nacht! Nein. Oh, ich habe 50 Gold. Wo habe ich die denn her? Oi. Dünn. Oh, hier kann man Set aufwertende Sachen kaufen. Cool. Das ist ganz praktisch. Dolch, Lanze, Schwert. Ein einfaches Schwert. Klaue, Stab. Ein Stab für Wizards. Bussardschwert. Angst. Magiemesser. Ein gutes Messer für Magier. Ja, eigentlich brauchen wir das nicht für Level 99. Du, 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 bau. Hi, Colette. Willkommen in Danaka. Hier sind nur wenige Menschen, aber wir wohnen alle zusammen. Ja, okay, cool. Okay, das sah real aus. Hi. Hallo, mein Lord. Unsere Männer sind arbeiten. Hier drinnen wohnen verschiedene Rassen zusammen. Elfen, Menschen. Ich dachte, Elfen sind selten oder so. Also, ich mache nicht so ein Cook, Bruder, weil ich mal kochen kann. Okay, chill mal. Kann man da auch nach oben gehen? Ja, cool. Hi, und auf einmal ist es eine Treppe, okay. Dieses Dorf ist so öde, ich will zu euch, mein Lord. Verdien Geld, dann komme. Verdien Geld, ja, dann komme, ja. Hast du in die Welt schlecht oder so gut? Schlecht, meine Kleine, ey. Okay, dann suchen wir mal nach diesen komischen Türmen und treiben die Story ein bisschen voran. Weil, die Welt zu erkunden ist zwar ganz nett und so, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so nützlich ist. Fuck auf die Dörfer. Wir suchen mal nach dem Turm. Hier ist aber ein Schiff, was wir nutzen können. Das ist ja ganz nett, ey. Okay, wir sind anscheinend nur auf einer Insel. Feind greift an. Oh, Sigoi. Blut bedeckt den Boden. Hey. Achso, wahrscheinlich von dem einen Goblin haben wir Gold bekommen. Okay, hier ist unsere Hut. Ja gut, anscheinend ist das gar nicht mal so groß, das Zeug hier. Das Boot können wir noch nicht benutzen, so ein Mist. Ja, okay. Das können wir noch nicht benutzen. Aber der war unten ein Boot. Sicher, dass ich das nicht einfach nehmen kann, so, wey? Das Boot können wir noch nicht benutzen. Woo! Auf in den Süden. Alter, wie groß ist diese Welt hier eigentlich? Bam, bam. Bam, bam. Ja, mal sehen, was hier so ist. Willkommen in Tanya-Dorf. Dieses Dorf der Holzgruppe. Ich habe einen Holzverräter weggeschickt. Wir liefern Holz oder stärkst Holz. Alter, das ist Michael Jackson? Oh, shit! Oh, yeah, Mann. Nein, warte mal, das ist nicht Michael Jackson. Das ist... Oh, wie ist das Lied? Never gonna give you up. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Boah, sag ich euch, schön zu Tode hier, den ganzen Tag Arbeit. Boah, ich sag, ich denke, es ist alles so interessant und gar nicht langweilig. What you say anyway? Na, 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 na. Unsere Männer arbeiten sehr hart den ganzen Tag und abends verwöhnen wir sie. Mit den Bissen ist, dass wir zubereiten können. Oh, jetzt habe ich Hunger. Damn.
na, 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 na. Okay, machen wir den Abgang. Das ist echt langweilig hier. Schön, wie die Bäume auch am Wasser sind. Vergesst das, was ich über die World Map gesagt habe. Hey, das ist ein Turm! Das ist ein motherfucking Drache. Gehen wir da mal rein. Oh mein Vogel, das ist ja cool. Glaubt ihr, der stirbt nach einem Schlag? Oh Leute, der lebt ja noch. LOL! Technik! Feuerball! Okay, das war schon scheiße. Technik! Mächtigste Dunkelattacke! Illusion. Hey. Fünffacher Dunkelball. Das ist irgendwie alles scheiße. Fick dich, Vogel. Blut bedeckt den Boden. Ja, die Erfahrung bringt uns ja eh nichts. Gehen wir mal hier rein. Hi. Ich frag mich, ob wir hier überhaupt lang müssen, aber hey, warum nicht? Weil der Teppich sieht so hässlich aus links, ne? Und diese ganzen Pentagramme, die sind auch ganz schön lame. Aber das Chipset, das hier benutzt wird, habe ich auch mal benutzt. Ich habe ja auch mal ein bisschen gemakert. Aber wirklich nicht viel. Ich habe nicht ein Spiel zur Wende gestellt. Blut bedeckt den Boden, Topeta! Ja, schauen wir mal weiter. Oh Mann. Das ist ja spannend. Und die Encounter sind gar nicht nervig. Es würde mich nicht überraschen, wenn das eine überarbeitete Version ist und wir eigentlich gar nicht mehr 99 wären und deshalb man sich erstmal 3 Jahre hier grinden müsste. Das würde mich echt nicht überraschen. Oh, das ist eine Wand. Okay. Das ist ja spannend. Oh mein Gott. Ui, Alter. Habe ich auch einen Angriff, der auf alle geht oder so? Ultima. Oh ja, okay. Bam. Er hat nicht mal ganz MP verbraucht oder so. Aber wir haben ja auch einen Aether bekommen, glaube ich. Ja, top Aether, ey. Heilt fast alle Status sehe. Ja, dafür ist ein Aether bekannt. Trainiert 80 Mana. Scheiße. Ich hätte mir Ultima vielleicht aufheben sollen, aber egal. Gucken wir mal links, Alter. Oh Mann, hier sitzt. Hier haben wir viele Leute Platz. Der kann die ganze Stadt drin essen. Erstschlag. Ja, fick dich, Goblin Boy. Blut bedeckt die Bohnen, Top Eta, was Status erhält. Ja, ja, sehr gut. Gott. Ich frage mich, ob hier so ein böser Fürst der Finsternis ist. Und vor allem ist das kein Turm. Wieso ging es bis jetzt nicht einmal nach oben? So. Vielleicht kommt das ja noch. Ey. Ich smash einfach mal Enter, damit können wir sicher gewinnen. Die Jäne ist einfach zu langsam, um irgendwas zu machen. Blut bedeckt den Boden. Und Heiltränke, die wir unbedingt brauchen. Ja, ja. Hallo. Ich komme hier nicht durch. Das ist ein Ernstspiel. Okay. Hoffen wir, dass wir da nicht durch müssen. Ach, du Scheiße. Dun, 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 dun. Okay, sehr gut. Boah, und ohne Scheiße ist Star Wars Winning Track. Das geht mir schon ganz schön auf den Sack, ey. Boah. Okay. Das ist ja unfassbar spannend. Okay. Halten wir fest, das Spiel ist nicht das beschissenste der Welt. Aber es ist unfassbar langweilig. Und die Charaktere sind unfassbar dumm. Und das Writing allgemein ist unfassbar dumm. Und mein Kopf tut weh. Aber hey, ich würde auf jeden Fall gerne mal den ersten Fürsten töten oder so. Und sehen, was dann passiert. Denn für die geile Story bin ich hier. Oh mein Gott, ich mach mal das ein bisschen leise, die Scheiße, ey. War ich links schon? Ja, ne? War ich links schon? Ja, war ich, da war nichts. Boah, ist das nervig, mein Gott, ey. Dun, 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 dun. Blutbedeckte Boden. Gott verdammt. So, gehen wir mal nach Osten, würde ich sagen. Oh mein Gott. Feinde greifen an, hey. So dramatische Musik. Okay, vielleicht kann ich ja irgendwas Cooles erzählen. Also, vor Ewigkeiten, wirklich schon, wirklich vor Ewigkeiten, vor ein paar Jahren, habe ich ziemlich viel Heldika geguckt und TrueMG gucke ich heute immer noch sehr viel. Und die haben zusammen auch die letzte Schlacht der Elfen gezockt, aber nicht diesen Teil, sondern einen anderen, meine ich. Oder ich glaube, sie haben echt alle durchgezogen.
Und Leute, die waren so fertig danach, ne? Die dachten sich so, boah, mein Leben, Alter. Und ja, jetzt, wo ich eine halbe Stunde drin bin, kann ich irgendwie so schon nachvollziehen, was zum Fick ihr Problem ist. Ich meine, das Spiel bietet nur eine Herausforderung, ist unfassbar langweilig, hässlich ist es. Guckt euch diese Scheiße an hier. Wir sind nicht einmal nach oben gegangen, aber auf einmal sind wir in den Wolken, ja. Als A, das Spiel. So, das Spiel, was Hollow Knight mir gezeigt hat, das hat ja wenigstens so ein bisschen Gameplay, aber das hier hat hier einfach nur Lauf von A nach B und Smash Enter, weil du bist eh Level 99, hey. Boah, ich frag mich aber wirklich, ob das so normal ist, die Level 99. Ich meine, sie waren ja bei Letzte Schlacht 11-1 dabei, ne, als Reisende. Und, also als Mitglieder, deshalb kann es durchaus sein, dass das gewollt ist, dass die Level 99 sind. I don't know. Boah, haben wir den Viechern eigentlich auf die Fresse. Wieso töte ich die eigentlich? Die bringen mir doch eh nichts, außer Gold. Obwohl, ich glaube, es ist genauso schnell, als würde ich wegrennen wollen. Und wir kriegen ja noch Mana-Tränke und Scheiße. Hier ist einfach überall nichts. Hey, warte mal, kann ich dieses Blatt links etwa lesen? Das sieht so unwichtig aus, aber ich versuch's mal. So, der Hintergrund hier ist ganz schön, aber das ist auch nur im RTP so. Also in den Daten, die sowieso im Epic Game Maker drin sind. Irgendwas ist passiert. Hä? Was? Was? Wie ist das denn geschehen? Ja, okay, ich meine, hey, warum nicht, aber... sollte das ein Rätsel gewesen sein? Und wieso... was wäre passiert, wenn ich gesehen hätte, okay, in dem Raum ist nichts und würde da nicht hingehen? Dann, das... was? Dann werde ich ja ewig hier sitzen. Oh, fuck. Worauf habe ich mich eigentlich eingelassen? Okay, noch mehr Banditen. Was machen diese Fuckboys eigentlich hier? Die Monster ist ja gut, okay, haben sich halt irgendwelche Fuckmonster eingenistet. Aber warum sind hier beschissene Barbaren mit Äxten? I don't get it. So, gucken wir mal da rein. Hallo? Oh, Farodin, les vor. Was? Wo kommt meine fucking Farodin auf einmal her? Wow, ich darf vorlosen. Wie gütig von euch. Das war der Hauptakt vom letzten Spiel. Ja, freu dich. Ich bin mal heute gütig, ey. Alja, wann werden wir sie endlich los? Wenn ich mir überlege, können wir sie für den Dunkelelf noch gebrauchen. Hm, siehst du, du hast recht. Sie könnten Köder sein. Ja, ich lese mal vor. Atemlos lebt es, kalt wie der Tod schwebt es, fühlt kein Durst und doch trinkt es, trägt ein Kettenhemd und nie klickt es. Woo! Was könnte es sein? Hier steht, man müsste kämpfen und wieder raus teleportiert. Na toll, ey, du Fisch. Wie immer habe ich richtig geraten. Geraten? Farodin, ich rate dir, lass mich in Ruhe, okay? Gehen wir. Was? Was? Wo kommt auf einmal motherfucking Farodin her? Farodin haben wir aber auch nicht in der Gruppe, ne? Der ist einfach in unserer Hosentasche. Von Anfang an, das ist der Plot Twist. Auf einmal haben wir einen Farodin. Ich nehme an, wir haben ein Story-Event übersprungen, aber... wieso ist das denn möglich, ein Story-Event zu überspringen? Gehen wir mal hier rein. Oh, Nebel, ey. Hier ist ein Schalter. Interessant. Wie schon aus, Herr Edwin? Vielleicht da oben? Oh, Alter, dieser Dungeon macht mich fertig. Hier sind überall Kappas. Badam, bam, badada, bam. Wann habe ich denn mit Ayla gezaubert? Achso, am Anfang des Dungeons, glaube ich. Ist okay. Da-da-da! Da-da-da! Das klingt so crappy. Ich liebe es. Nein, eigentlich nicht. Gehen wir hier rein. So, als Vergleich. Lisa wurde auch mit dem Epic Game Maker gemacht. Also, Lisa the Painful. Hier ist schon wieder ein Zettelchen. Alia, lest mal vor. Mich nervt das langsam. Boah! Ich hasse diese törischen Menschen. Geh zu der 2 Säule links. Dort wirst du was finden. Ich hasse Scheißraderei. Los, Elvia. Mann, ich mag das nicht. Ah! Halt die Fresse, Edwin. Boah,
Es ist immer sehr motivierend für den Spieler, wenn die Hauptcharaktere selber auch nicht den geringsten Bock haben auf die Scheiße. Was war das denn? Gehen wir zu der Tür rein. Oh mein Gott. Was? Farodin und die blonde Waifu. Kommt nur herein. Den kaufe ich mir. Wer wagt es, mich auszulachen? Gehen wir. Oh Mann. Ausgehalten, willst du mich verarschen? Zieh Leine, du dummer Ork und sicherlich kein Zombie. Hey, aber ist er jetzt böse? Verschwindet, Dina, aus dem Weg. Ja, okay. Was führt dich denn hier hin? Du Arschloch, hast gesagt, ich soll Türme aufsuchen. Also habe ich den erstbesten Turm aufgesucht. Was willst du von mir? Du bist der Typ, der in meine Burg gekommen ist. Ich werde dich töten dafür. Was? Warum? Große Wut von so einem Mischwürgen mag, ja. Da wirst du Blei fressen. Niemand entkommt mir, du wirst grausam sterben. Ich bin so edgy. Da soll ich mich hüten. Hilfe. Wirst du büßen. Und wie geht's dir Und wie geht's dir so? Na, ist gut. Sollte dich das interessieren? Ja, mein Vater hat mich gefragt. Aha, und warum interessiert es mein Vater, wie es mir geht? Weil hast du deine Mutter getötet und dafür ist dein Vater stolz drauf. Woher? Dein Vater weiß ziemlich alles, ja, er ist Gott, lol, alias Jesus. Du hast deine Mutter getötet, warum? Ja, Spaß! Ich habe sie gehasst, weil sie mir nie gesagt hat, wer mein Vater ist. Also, was tust du das mit dem Dorf? Du hast das Dorf zerstört vor 8 Jahren? Ja, hab ich! Und ich bin nicht, ich bin eine Dämonin! Ganz toll, Alia. Da sind wir wie immer gleich, Alia. Du hast deine Mutter getötet durch dich, mein Vater. Hehe, lustig. Ich nehme an, ihr seid zufrieden, dass ihr den letzten Rest eures Lebens genossen habt. Denn jetzt werdet ihr sterben. Komm her, ich warte schon. Kommt her, Dina. Junge, es geht los. Dein Lachen ist hässlich. Alter, ihm hat er es richtig gegeben. Holy shit. Okay. Das wird sicher ein herausfordernder Kampf. Flammen Inferno. Yeah. Tod. Yeah. Oh, cool. Wow. Blizzard. Alter. Das ist ein sehr epischer Kampf. Definitiv, durchaus. Alter, der kriegt so auf die Fresse. Sterb, du Sau! Tod. Tod scheint richtig gut zu funktionieren. Ich gebe mir mal ein paar Mana-Tränke. Mana-Trank. Hier, mach einfach weiter, lol. Tod. Sterb eigentlich, du Fuckboy. Wie viel HP hat er eigentlich? Haben wir, wie viel HP Schaden haben wir ihm eigentlich zugefügt? So 5000 inzwischen? 6000? I don't even know. Meine Trank. Daneben, sie ist einfach voll OP. Vielleicht hätten sie im Laufe der Story ihre Fähigkeiten verlieren sollen. Aber da ich das übersprungen habe, sind sie immer noch Level 99 und gottähnlich mächtig. Ja, 10.000 Gold, Blutschwerte, Beute, hey, cool. Wie kann das sein? Ich bin doch so mächtig. Das hat doch mein Meister gesagt. Senpai. Wer soll ich dir sagen, dass wir zu stark sind? Du hast keine Chance gegen uns. Meinst du das im Ernst, Edwin? Du doch nicht. Alter, und ich, nicht ihr. Wenn ihr mich jetzt töten, na klar will ich dich töten. Hehe, lol. Nein, bitte nicht. Doch, doch, mein Kleider. Versucht es, hahaha. Was? Pass auf, Edwin. Alter, diese tiefe Story, ey. Boah, Alter. Dafür wirst du sterben, dass du mich geschubst hast. Digga, ist das der Kindergarten? Oh! Oh nein, der wurde zurückgeschubst. Stirb! Und nochmal! Ai, 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 ai.
Verrecke, du da! Er ist tot. Und jetzt? Und jetzt? Was machen wir jetzt so? Wir gehen in die Hölle. Er hat doch mal einer von den Fürsten gesagt, die wir nie getroffen haben. Stimmt, aber wo ist die Hölle denn? Insofern ist das keine Hölle. Da, wo wir hin müssen, ist die Erde etwas gespalten. Wir müssen ganz südöstlich hinunter. Okay, dann mal los. Ah ja, der Drache gehört jetzt. Der Drache gehört jetzt uns, der draußen ist. Das ist ja lustig. Wir sind Herrchen über einen Drachen. Cool. Wollen wir raus? Ja. Oh yeah. Okay, Leute. Tut mir leid, aber ich tue mir das nicht länger an. Ich wollte euch wirklich ein bisschen Trash zeigen. Es ist auf jeden Fall 1A, Edwin und Aya und die anderen, die einfach mal da waren. Das Spiel ist ein komplettes Chaos. Wir haben so irgendwie gefühlt die mehr als die Hälfte der Story übersprungen, indem wir einfach nur nach Süden geschwommen sind mit dem Scheißschiff. Ich hatte keine Ahnung, by the way. Und ja, es ist sehr spannend, was jetzt so weiter hier passieren wird. Aber hey, wenn ihr wollt, dann downloadet euch das Zeug doch. Ich pack mal einen Link in der Beschreibung. Es gibt irgendwie 7 oder inzwischen 8 letzte Schlacht der Elfen-Spiele. Und ich habe da so einen Ordner gefunden, da sind alle drin. Deshalb kann ich euch die Scheiße mal geben. Vielleicht funktioniert die letzte Schlacht der Elfen 1 bei euch. Bei mir auf jeden Fall nicht. Wir können ja mal kurz noch vor dem Abschluss uns angucken, was hier sonst so an Saves war. Ich werde euch töten. Jetzt werde ich was Lustiges erleben. Dann wenn das Suis Ritter greifen wir sie an. Komm, Ayla, es wird spaßig. Ich jomere. Safe, hier kommen wir gehen. Ich kann. Ihn kann man nicht mehr aufhalten. Er macht einen großen Fehler. Ja, komm, mein Schatz. Ja, ich bekomme auch meine Textteile. Okay. König Edwin, heute wird eure Herrschaft über dieses Land enden. Das Land gehört zwar mir, aber auch egal. Zu große Worte, mein Freund. Ihr werdet jetzt sterben. Mit wem fangen wir an? Töten wir die 6 unter uns, Edwin, dann die anderen. Ja, okay. Passt auf, Männer und Frauen. Sterbt jetzt alle. Nun zu dir, Trax. Schluck. Bereit, Trax, Hoher Elf. Oder soll ich sagen, nichtsnütziger Elf? Oh! Kann noch nicht mal seine Elfchen beschützen. Ihr wollt es so, mein Lord. Ah ja, komm, das wird gefährlich. Ich werde keine Gnade zeigen, Edwin. Nun muss, nun komm her, jämmerliches Würstchen, komm. Ich hasse euch. Ja, ich euch gerne. Ja, und sonst? Daneben, jetzt bin ich dran. Rundenbasierte Kampfstäbe sind der Shit. Was hab ich dir gesagt? Ich dulde keine Rebellen und jetzt stirb. Bitte, nein, bitte, verzeiht mir, mein Lord. B-I-T-T-T-E. Nein, jetzt sterbe. Ah! Dieser Plot. Nein. Ja, das denke ich mir auch fahren. Oh, Edwin, das war eine gute Entscheidung. Ich bin sehr überrascht. Ja, danke. Edwin, ich muss dir danken, du hast ihn für mich erledigt, dann brauche ich meine Energie für ihn nicht zu verschwenden. Okay. Du Elender, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ja, ja, Edwin, ich hasse dich auch nicht, dass ich Angst vor euch habe oder so. Es ist nur, dass ihr wieder da seid. Ich hatte gehofft, dass ihr sterben werdet, schon bei meinem ersten Diener. Ich habe euch unterschätzt. Und wie ich sehe, ist der jämmerliche Farodin kein Einführer mehr. Das freut mich. So, nun zu euch, meine Lieben. Ich verlange von euch, dass ihr von meinem Land verschwindet. Dein Land, das ist Sparta. Ich vernichte euch. Ha! Okay, die Rabbel-Animation finde ich gut.
Ja, und sonst so? Plopp. Du Schwein, du hast meine Dienung umgebracht. Ja, hab ich. Und jetzt wirst du sterben. Du Bastard, da komm schon. Sterb jetzt, wenn ich verfluche euch. Ich stehe links von euch. Du hast einen Versuch. Oh Mann, der Final Boss. Er sieht genauso aus wie in der Textbus. Jetzt haben wir die anderen sogar auch da. Cool. Technik. Tod. Technik. Meteorit. Technik, gar nichts. Toll. Der greift einfach ran. Technik, gar nichts. Mein Gott, der greift einfach ran. Und Tima, es würde sich da richtig lohnen für uns. Flammeninferno. Ist das das epische Ende? Ich weiß es nicht. Und wieso ist die Elfen-Waifu so scheiße? Alter. Okay, er wird wahrscheinlich 9999 HP haben. Und um ehrlich zu sein, ist mir das ein bisschen zu dumm. Wer bannt das hier? Aber gut zu wissen, dass es das gibt und so. Bis dann, Leute. Tschüss.